Hallo und willkommen zurück zu meinem FM Let's Play mit unserem Jan. Und heute geht es gegen den Chemnitz FC und das ist höchstwahrscheinlich das Topspiel der dritten Liga, also der vierte gegen den fünften. Der gewinnt, der kann sich da oben mit Darmstadt, Leipzig und Erfurt anfreuen, denn der andere, der wird sowohl ins Mittelfeld, so Platz 5, Platz 8 oder so, wenn es blöd läuft, so abrutschen. Und da würde ich sagen, starten wir gleich mal ins Spiel hinein. Jo. Ach, ich kann ihn dafür schnell speichern. Nein, ich kann nicht speichern. Schade. So, kämpft um jeden Ball. Und dann geht es auch schon los in unserem geliebten Jahnstadion. Oder? Ja, doch. Ich ging schon los. Alle Spieler aufwärmen, würde ich sagen. Und die erste Chance ist bei uns. Ein Drehschuss von Marian, das sorgt für Gefahr. Dort Pentke ist jedoch zur Stelle und begräbt den guten Schussversuch aus 14 Meter. Und das ist jetzt die Chance für die Chemnitzer. Ronny Gabuszewski mit der Ecke. Wiegers pflückt den Ball sicher herunter. Und jetzt die Chance wieder für uns. Sie ist gut. Noah Michel mit der Ecke von rechts. Die Ecke kommt auf Tesche, der zum Kopfball ansetzt. Doch er kann den Ball nicht richtig drücken, sodass er über den Kasten geht. Schade. Hatten wir aber schon mal in den letzten Spielen, dass Tesche so mit dem Kopfball, das ist da nicht dort. Jans holt einen weiteren Einwurf für uns heraus. Jetzt die halbe Stunde um. Der SSV Jahn hat damit seit 300 Minuten kein Tor mehr gesehen, genauso wie die Chemnitzer. Also wer hier heute ein Tor schießt, beziehungsweise zu 0 gewinnt, der bleibt die Serie bestehen, beim anderen reicht es. Und Freistoß jetzt von Gabuszewski auf Anderfink, der Ball schön mit der Brust annimmt, dreht sich gekonnt umkämpft, rum und ballert den Ball 10 Meter am rechten Pfosten vorbei. Und auf der anderen Seite Kempf passt auf Janssen, der von der linken Seite sofort zu Noah Michel weiterleitet, dieser überwindet Kieber, Pentke, doch der befand sich zuvor im Abseits. Und jetzt die Riesenchance für uns. Janssen dribbelt sich durch die halbe Abwehr des Chemnitz FC und kommt schließlich zum Abschluss. Sein Versuch aus 9 Meter ist aber zu schwach, so dass Pentke halten kann. Und wieder wir. Wir drücken jetzt wirklich richtig drauf. Tesche passt halb rechts vor das Tor. Er sucht Noah Michel, der aber einen Schritt zu spät kommt und Kegel kann klären. Und jetzt wieder die Chance für uns. Freistoß Michel, ein Freistoß aus 27 Meter von Michel. Kann Chemnitz hier Pentke gerade noch zur Ecke klären. Jetzt die Ecke von uns, die ist gut. Noah Michel mit der Ecke. Die Ecke, die Ecke wird von Manuel schön verlängert, aber Pentke wird in 5 Meter von Schiebemüll bedrängt. Tino Stuckmann pfeift diese Aktion sofort ab. Und wieder wir. Was ist denn jetzt los? Und das Tor! Von Kerk. Sein erstes Spiel für uns. Und dann macht er gleich das 1-0. Vorlage von Patrick Wieser. Ein weiterer Abschlag von Vigas will. Toni Wachsmuth elegant per Wollschuss wieder zurückbefahren. Produziert aber nur einen wenig eleganten Querschläger. Kerk hat den Ball genommen. Schnappt sich das Leder. Stimmt er rein von Pentke zu und schiebt den Ball an ihm vorbei ins Tor. Und Chemnitz hat damit erstmal seit 300 Mal wieder ein Tor kassiert. Und jetzt wieder das Tor. Und das 2-0. Yeah! Jetzt läuft es. Tesche mit dem zweiten Saisontor. Vorlage Ronny Philipp. Ronny Philipp dribbelt da an der rechten Seite Josef Landeker aus und zieht an ihm vorbei am Strafraum. Eck passt der scharf in den 5 Meter. Noah Michel steht zu ungünstig für den Torschuss und lässt den Ball durch seine Beine laufen. Am Kurzpfost lauert dafür, aber der aufgerückte Robert Tesche muss den Ball nur noch ins Tor schieben. Pentke kann nur hinterher schauen. Der Doppelschlag also von uns vor der Halbzeit, das war jetzt natürlich sehr gut. Sehr zufrieden mit dem Auftreten meiner Mannschaft heute. Und dann war es das für die zweite Halbzeit. Sehr, sehr geil. So, in der zweiten drehen wir noch richtig auf und gewinnen das Ding. Ja, von Ball bis jetzt 60% Schüsse, insgesamt 6-5 aufs Tor, 2 Ecken, ein Freistoß. Ein Schuss nur, der war aber von denen vorbeiging, also von dem her ist es gerecht, dass wir führen.
Olli Heintum mir nochmal motivieren. Kimi auch. Kurz und Kempf auch. Und den Noah loben wir mal. Und weiter geht's. Nee, noch nicht weiter. Gut, dass ich mich jetzt noch erinnert habe. Die Aufgaben muss ich nochmal verteilen. Weil Elfmeter und Freistöße und Ecken macht es der liebe Herr Kerk. Und am Pfiff zur zweiten Halbzeit im Jahnstadion. Und gleich wieder die Chance für uns. Die ist gut. Wiegers wirft den Ball sofort auf Tesche. Der Ronny Markus in Aussicht sieht und einen absolut präzisen Ball spielt. Ronny läuft noch einige Meter, aber schießt da zu früh und der Ball geht deutlich am Tor vorbei. Und wieder die Chance. Also wir dominieren das Spiel wirklich. Michel mit einer Möglichkeit, nachdem er Toni Wachsmann hat aussteigen lassen, aber er wird durch einen guten Einsatz von Penke gerade noch auf Vollstrecken gehindert. Und jetzt immer wieder mal eine Chance für Chemnitz. Fink flach von rechts, Thomas Kurz klärt zunächst, aber Mike Kegel legt den Ball erneut raus zu Ando Fink, dessen Flanke landet direkt in den Arm von Patrick Wiecher. Das ist alles harmlos und kaum der Rede wert. Und Wechsel Strenzel kommt jetzt für Pierre Lebeu. Oder, ja, schätze mal, so spricht man den aus. Den guten Pierre. Und jetzt Wachsmuth bekommt die gelbe Karte für ein grobes Foulspiel an Noah Michel. Spiel läuft jetzt wieder weiter. Und jetzt Josef Sina kommt für Mike Kegel. Ein Wechsel im defensiven Mittelfeld. Und Birk kommt für Wachsmuth. Und ich würde sagen, ich wechsle jetzt auch mal. Bringt Chino für Kurz. Und Kopf für Kerk. Oh, hat er jetzt richtig gewechselt? Ich hoffe mal. Der hat jetzt gar nicht gewechselt. Jetzt wechselt er. Jetzt hat er gewechselt. So. So, 10 Minuten noch zu gehen. Hier im Jahnstadion, ich schätze mal, das Spiel ist entschieden. Josef Sina noch in groben Foulspiel noch mit der gelben Karte verwarnt worden. So, noch 5 Minuten zu gehen. Und jetzt nochmal die Chance für uns. Die ist gut. Und das Tor, noch das 3-0. Schön. Kopf, nee, Janzer! Nochmal schön von für ihn. Zina will per Kopf klären. Nur Michel legt mit dem Rückzieher vor dem Tor für Tesche auf. Der schiebt den Ball zu Janzer. Aus 3 Meter drückt dieser den Ball über hinter die Linie. Eine Minute Nachspielzeit noch. Und die Sache ist. Nee, noch eine Chance für uns. Noch. Oh, die ist gut. Ecke von Kempf. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und kein Problem für Strenzl, den Ball auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann. Nochmal die Ecke von Kempf. Zirkelt den Eckball von der im Dual durch. Man kann den Ball nicht richtig drücken. Klar darüber. Schade. Wäre es noch gewesen jetzt für Noah. Und das Spiel müsste jetzt dann aus sein. Und der Schlusspfiff 3-0 Sieg. Im Topspiel gegen die Chemnitzer, das ist natürlich sehr gut. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt stehen. Ja, wir sind wieder am Platz geklettert auf Platz 3, da Darmstadt heute gegen Unterhaching verloren hat. Richtig geil. So, das Leben ist leicht, wenn man die richtigen Maßnahmen ergreift. Im Fußball gilt das genauso. Dann schauen wir mal, ob jetzt die Erstliga spielt. Nö, spielt immer noch nicht. Zuschauermäßig sind wir auf Platz 11 mit 4,7. Das ist für ein Jahr ein recht guter Durchschnitt. 3602 Dauerkarten wurden verkauft. Und Augsburg holt einen neuen Spieler, Gilson Rodrigo. Wer ist denn das? 18-jähriges Talent, wahrscheinlich aus Brasilien, für die zweite Mannschaft eben erstmal. Nicolau verlässt
Köln schweren Herzens. Geht er denn hin? Zu Wien Wiesbaden, der ist 19 Jahre alt. Okay. Wettklo-Wechsel von Bayer Leverkusen zu Dortmund, ist aber ein anderer Wettklo, glaube ich. Jo, genau. Drücken wir mal auf okay. Das glaube ich steigt wieder. Perfekt. Und jo. Dann würde ich sagen, lesen wir noch schnell E-Mails. Mannschaft der Woche ist Tesche. Wie schaut es bei dem eigentlich von den Wert so aus? Er sinkt aber wieder ein bisschen, das ist nicht erfreulich. Okay. Mit Verletzungen. Oh. Löscht das ja alles. Jetzt ist noch 12 Tage, Dauerkarten, Scouting, bla bla. Und dann speichern wir mal kurz. Dass die ganze Sache mal da schön abgespeichert ist. Und dann gehen wir noch bis zum nächsten Spiel gegen die Dortmunder. Mein zweiter Verein. Bei mir erster Jahr und dann die Dortmunder. Daniele De Rossi wechselt zu Chelsea für 25 Millionen. Och, oh. Erst Matic, jetzt De Rossi. Nicht schlecht, was die da im defensiven Mittelfeld so holen. Und in der dritten Quali-Runde der Meisterliga schaut es, kommt Anderlecht weiter. Bukarest setzt sich gegen Austria Wien durch. Glasgow kommt weiter. PFK Ludogorets Razgrad. Zenit St. Petersburg, ja genau, das war ich zu warten. Kharkiv kommt weiter, PSV Eindhoven, Fenerbahce Istanbul, Thessaloniki, Nordisland, Gottes Willen, ja, das ist zu viel, da ist vorzulesen. Und wir haben Nationalmannschaftsangebote für Luxemburg, Irland und Island. Irland wäre schon richtig nice. Die haben da einige gute Spieler. Aber ich finde, das ist noch zu früh. Es ist noch zu früh, das lehnen wir jetzt erstmal alle ab. Spieler sind erschöpft. Oh Gott. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Muss ich mal ein paar andere jetzt ranlassen gegen Dortmund? Oder einfach mal in der Taktik noch ein bisschen was verändern. Erstmal haben wir noch ein paar E-Mails. Höchste Formgewinn hat kurz. Spieler sind Chef, Ronny und schade, Raswalder bleibt bei seinem Verein. Und wir sagen jetzt reden wir nochmal mit unseren Spielern. Thomas Kurz reden wir mal. Oh. So, jetzt. Großes Lob kriegt er von mir. Jimmy Müller kriegt körperlich stärker werden. Oliver Hein muss auch körperlich stärker werden, weil er ist relativ klein ist. Da kann er sich wenigstens dann anders noch durchsetzen. Das ist gut trainiert, Chino. Der wie gesagt auch gut trainiert. Ne, jetzt kommt Chino. Du hast gut trainiert. Das war vorher 9 aber glaube ich. ISA Osman. Im nächsten Spiel von Anfang an dabei. Boah, soll ich nicht so aufregen. Ich gerne höhere Ziele von dir sehen. Oh, das ist schlecht. Nur Michel. Nächstes Mal richtig in Topform. Und Kotzke, nee, Nachrenner. Unterführung ist klasse, sagen wir so ihm. So. Dann würde ich sagen, oder? Jo, dann war's das für die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.